Hallo Freunde des Maßstabs 1 zu 220. Begleitet Ralfi und mich noch einmal durch unsere Aktivitäten rund um die Eisenbahn und Modellbahn im Jahr 2018. Für das Jahr 2018 habe ich mir eine Jahreskarte für das Miniaturwunderland in Hamburg gegönnt. Um Karneval herum hat der erste Besuch stattgefunden. Hier ein paar Bilder aus dem Mivula. Im Laufe des kommenden Jahres wird es einige eigenständige Filme von der Modellbahnanlage aus Hamburg hier auf dem Kanal noch geben. Über das gesamte Jahr verteilt haben unsere Stammtischtreffen im Wuppertal stattgefunden. Im November sind wir als Stammtisch zum ersten Mal bei den Wuppertalern Stadtwerke auf deren Modellbahnmesse unter anderem mit unseren Stammtischbrettchen dabei gewesen. Neben dem Stammtisch in Wuppertal habe ich auch noch die Freunde am Z-Stammtisch in Alfter mehrmals besucht. Im April 2018 stand in Altenbeken das große Spur-Z-Treffen der Z-Freunde international an. Dabei ist ein Video von fast 40 Minuten rausgekommen. Hier nur ein paar kurze Eindrücke von vor Ort.
Während meines Sommerurlaubs im September in Florida durfte selbstverständlich die Eisenbahn nicht fehlen. So eine GP9 lässt den Boden schon ordentlich vibrieren. Zurück in Deutschland gab es am 1. November eine Sonderzugfahrt von Menzels Lokschuppen mit Start hier in Düsseldorf. Neben der reinen Spur-Z-Veranstaltung in Altenbeken im April bin ich im Laufe des Jahres auch noch auf weiteren Modellbahnausstellungen gewesen. Hier ein paar Aufnahmen von der Intermodellbau in Dortmund aus dem April. Und der IMA im November in Köln. Nächste Station, Kölnmesse Deutz. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Im Januar ist hier auf meinem Kanal die Serie Zug des Monats gestartet. Im Schnelldurchlauf noch einmal die 12 Modelle dieses Jahres.
Damit nicht der Eindruck entsteht, dass beim Filmen immer alles so läuft, wie der fertige Film es vermuten lässt, zum Abschluss des Rückblicks noch ein paar Outtakes.